Moin Moin und herzlich willkommen bei meinem Fußballtraining mit eurem Trainer aus Leidenschaft, Mike Stolzenberger. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute wollte ich dir eine schöne Torschussübung ans Herz legen, wo vorher noch die Jungs eine Körpertäuschung machen und der Gegnerdruck immer da ist, wenn sie zum Torschuss kommen. Wie ihr der Skizze gerade entnehmen konntet, werden die Bälle von rechts oder von links reingebracht, je nachdem, wie die Jungs einlaufen. Hier in diesem Falle sind sie nach links hinweggelaufen und von rechts kam der Ball, also von meiner Sicht aus. Die Aufgabe besteht erst vorhin eine Körperfinte, um sich einen gewissen Vorsprung zu verschaffen, nach links oder nach rechts, um die kleinen Tore rumzulaufen. Und der Gegner soll natürlich weiterhin immer diesen Druck ausüben und hinterherkommen und vielleicht sogar vorher an den Ball kommen. Wichtig ist auch, dass die Pässe von außen natürlich punktgenau kommen auf den Zuspieler, der in der Mitte einläuft, damit er ihn auch vernünftig direkt verwandeln kann. Hier war es das beste Beispiel. Achte darauf, dass die Jungs richtige Finten machen da. Also nicht einfach so sporadisch zur Seite gehen und ihnen die Hand ausstrecken, sondern richtige Körperfinten machen, um sich den gewissen Vorsprung zu verschaffen, wenn sie einen schnellen Antritt haben, um die Torhütchen zu kommen, um eine sehr gute Ausgangsposition zu schaffen. Ja, die Torhüter sind kriegen es auf kurzer Distanz, ich weiß, aber das kann man ja dort als eine Reaktionsübung sehen. Ja, schön, dass du hier dabei bist bei meinem Fußballtraining. Ich freue mich aufs nächste Mal und bitte lass ein Feedback da. Ich würde mich riesig freuen. Danke, danke und bis zum nächsten Mal. Bye bye, dein Trainer aus Leidenschaft, Mike Stolzenberger.